Ja, Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal, As Reiter. Wir sind in Folge Nummer 7 von Transport Fever 2. Wir schrappen hier kurz vom Bankrott vorher, müssen uns das hier noch ein bisschen angucken, was wir da noch machen. Vielleicht geht irgendwo noch ein bisschen was, aber es ist echt wirklich gerade schwierig. Wir sind hier unten mit dem Geld zwar in dieser Sekunde ganz gut unterwegs, aber momentan sieht das nicht so gut aus. Ich denke, machen nach dem Intro, gucken wir, was wir da weitermachen. Bis gleich. So, dann, wir haben ja hier den Bahnhof, der gewechselt wird. Da stehen 29 Leute für Linie 4. Das ist die, die von hier unten kommt. Wo ist der Zug? Der ist hier. Da sind 24 drin. Die sind mit 177 hier. Sieht man das auch ganz gut unterwegs. Hier unten steht auch eine Masse Leute. 86 nämlich. Das ist schwierig. Wir müssen hier aber gucken. Der muss ja der 6. Linie 6, der muss ja gerade erst rausgefahren sein, dass da keiner mehr ist, oder? Okay, der fährt auf jeden Fall in die andere Richtung und hat, na, war fast voll. Das ist auch so ein bisschen knapp da, aber wie viel stehen hier jetzt? Okay, dann, wenn er zurückfährt, sind 21 da. Das geht eigentlich, ne? Da ist Straßenfahrzeug 14. Okay, das ist Fracht. Das ist alles gut. Hier nochmal. Ja, da steht jetzt einer, ne, vom Bahnhof. Da kommt jetzt kleine Kutsche. Aber die Kutsche bringt natürlich auch noch welche hin, wahrscheinlich, ne? Genau so ist es. Vielleicht steigen dann noch welche aus und wir haben hier gleich voll, wenn der Vader fährt, der Zug. Der jetzt gerade wo ist? Ah, da. Ja, dann passt das schon. Also, das ist alles ziemlich knapp bemessen. Wir haben jetzt hier keinen, der da groß fährt. Hier haben wir zwei, also es lohnt auch noch nicht mal eine Kutsche. Und hier sind natürlich 58, ne? Stellt sich gerade die Frage, warum stehen an einer Stelle so viele und an anderen so wenig? Hier sieht das ein bisschen anders aus. 43 ist gut. 67 ist gut. Zwei, okay, aber da steigen ja auch immer welche ein und aus. Was haben wir hier? Dreier. Da kommt aber gerade die Kutsche an, wie wir sehen. Es ist nur die Frage, ob der die aussteigen lässt oder nicht und wie wir bleiben stehen. Da ist er, warten wir es ab. Linie 5 sind drei dafür. Kann ja auch sein, dass die alle noch gar nicht da aussteigen wollen, sondern auch weiterfahren wollen, ne? Da muss ich mal hier gucken, ne? Ich weiß nicht, aber ich habe fast die Vermutung, der ist jetzt. Hat nicht alle aussteigen lassen, oder? Ja, einer steht da wohl noch. Das heißt, wir müssten eigentlich hier auf dieser Linie 5 noch einen drauf machen. Wir können ja mal gerade die Statistiken der Fahrzeuge angucken. Linie 5 plus, plus. Die haben alle plus hier, bis auf einer. Ah, das Alter ist hier ein Jahr erst. Okay, das bedeutet, das ist noch, der hat noch den teuren Anfangsweg vielleicht da drinne. Ich kaufe jetzt, glaube ich, eine Kutsche und setze sie da noch drauf. Entschuldigung. Kaufen. Kaufen. Linie 5. So, dann fährt er da jetzt hin. Wir müssen irgendwie Geld machen. Hier stehen auch so viele, ne? 95, ey. Was ist hier? 4 stehen da. Und dort stehen 6. Und hier unten steht wahrscheinlich keiner, weil der Hafen nicht mehr da ist, ne? Genau so sieht's aus. Ist die Frage, ob der uns hier zu viel kostet, weiß ich nicht. Kann man den abreißen und kostet nichts? Weiß ich nicht. Aber das bringt mich auch nicht weiter, glaube ich. Lass ich lieber so. Weil der hat ja auch ein Einzugsgebiet. Vielleicht ist da ja mal ein oder andere dabei. Aber das ist schon wieder schwierig, ne? Der Zug ist jetzt hier. Wie viel Geld haben wir denn noch? 89. Ist der schon angekommen hier, der Zug? Er fährt gerade weg. Das habe ich nicht mitgekriegt. Aber der hatte, glaube ich, 24 oder 21 drinnen, ne? Aber er fährt mit 24 zurück. Das ist schon mal gut. Wir stehen am Bahnhof, da stehen noch 4. Ist die Frage nur, wie wir stehen noch hier, wenn er wieder zurückfährt. Gerade mal 2. Der fährt, macht nachher eine Leerfahrt, glaubt's mir. Das ist nicht toll. Wer ist das hier? Achso, der fährt jetzt hier rum, ja. Mit 4 Passagieren. Auch schwierig. Hier stehen auch reichlich, ne? 43. Wo können wir noch was tun? Ja, hier können wir was tun, weil Linie 7 hat reichlich Holz. Wo stehen denn, fahren denn die Kutschen da lang? Für da. Ja, die sind dann im Minus erst, ne? Und wenn sie zurückkommen, gibt es eine, die zurückkommt? Ich glaube nicht, ne? Oder? Können wir hier bei der gleich sehen, ne? Die macht gerade Minus, ne?
Machen wir mal Rad schneller, will ich jetzt wissen, wie viel da gleich steht. Fahrzeug verwalten. 3000. 4300. Ja, und jetzt hat er hier, jetzt guckt, das ist die Summe. Linie 7 ist das. Was ist denn die Statistik mit Linie 7 dann? Ja, einer davon macht jetzt Plus und die anderen sind mit Minus noch. Ja, der Zug ist hier der Beste, ne? Linie 6 sogar, okay. Linie 1? Ne, Linie 1 war nicht der andere Zug. Welche Linie ist denn der andere? 4 und 6 war das, ne? Ja, 4 ist hier. Ah, knapp. 4 ist der, 6 ist der, oder? Ne, Linie 6 ist der, der richtig Geld macht und Linie 4 nicht. Ach, Linie 4 macht auch Geld, ist aber kurz davor, dass das Geld erst kommt. Okay, so sieht's aus. Wir sind aber hier schon wieder mit 27.000 im Miesen, ne? Das ist jetzt unsere Kutsche sozusagen, der es gekostet hat, ne? Ah, da stehen 48, die da runter wollen, ey. Das wird teuer. So, der kommt jetzt an und macht wie viel plus? Hat er und jetzt 187.000. Okay, das hat sich jetzt hier wieder ins höhere Level gemacht. Die Kutsche ist jetzt da. Schwierig, schwierig, schwierig. Hier ist jetzt gar keiner mehr, ne? Linie 3 sind alle abgeholt. Hier stehen noch 5. Da steht niemand wahrscheinlich, so ist es. Ja. Wie gesagt, irgendwo was aufbauen macht jetzt gerade keinen Sinn. Kann ich nicht leisten, weil so ein Teil hier, so ein Terminal, das kostet so viel Geld, das funktioniert gerade nicht. Es ist richtig schwer. Jetzt kommt der gleich nochmal mit Geld an, auf jeden Fall. Der macht ja schon mal Geld da richtig in die Kasse, oder? Läuft es jetzt vielleicht da durch? Der fährt ja auch bergab jetzt, ne? Vielleicht sind die auch schneller da und wir kriegen ein bisschen mehr hier hoch. Aber das ist so complicated, ey. Wo ist er denn? Da kommt er. Wie viel nimmt er denn mit? Gerade mal 11. Danach ist wieder Sabbat, ne? Dann läuft es wieder falsch. Ist hier noch eine Kutsche in der Nähe? Auch das nicht. Mann, es hat gerade wieder alles was gekostet. Straßen können mit dem Umrüsttool geändert werden, ohne dass sie abgerissen werden. Ja, das kennen wir schon. Ja. Der Tipp ist toll. Jetzt ist der Zug da. Fährt hier rein. 5000, 142.000. Und dann sind hier 200 und noch was. Wie viel stehen hier? 10. Da könnte also noch eine Kutsche durchfahren. 61, brauchen wir nicht drüber reden. Sind viel zu viel, die da stehen. Und hier stehen noch 39. Hier muss noch was passieren. Da steht natürlich keiner, ne? Ist klar. Was sind das für Häuser hier? Geschäftsgebäude. Einkaufen will niemand. Oder vom Einkaufen will keiner weg. Die stehen alle im Laden und kaufen da noch. Ach. 200. Also wir haben jetzt gerade einen Batzen Geld gekriegt und ich will jetzt doch noch eine Kutsche kaufen. Und pack die auch nochmal auf Linie 5. Weil ich glaube, das ist die Linie, die hier gerade am rentabelsten ist, oder? Fährt der schon los? Ja. Ja. Wo ist die andere Kutsche? Die ist hier. Ja, da ist das Problem gerade. Klappt gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle, ne? Aber was willst du machen? Linie 6 fährt jetzt weg mit 13. Das ist sogar mehr wie die Hälfte. Das geht ja vielleicht noch, aber... Vielleicht kriegen wir mit dem Bus dann da, mit den Kutschen da was hin, ne? Hier stehen 2 und hier stehen 20. Da ist gleich wieder voll, ne? Das läuft da. Da sind 52 Fahrgäste und hier ist sogar einer noch. Wie viele Fahrzeuge sind denn hier drauf? Auf Linie Nummer 1. 3 Fahrzeuge. Also auch am weitesten weg gerade, ne? 52 warten da, 2 warten da. Ah, ne, hier lohnt es nicht wirklich, glaube ich, wen hinzubringen.
Vor allem die weite Anreise ist das Problem. Aber hier lohnt es ja gar nicht, ne? Da ist niemand. Hier sind es 5. Vielleicht sollte man hier, da sind es 5, ne? Vielleicht sollte man hier eine Kutsche abziehen. Das wäre vielleicht noch eine Idee. Kann man das so machen? Da sitzt ein Einzelner drin. Muss mal gucken, ob wir hier eine Kutsche kriegen, die wo keiner drin sitzt. Hier diese. Fahrzeug verwalten. Linie zuweisen. Ist das Linie 5 war das, ne? Komm, fahr zur Linie 5. Da gibt es am meisten Geld für. Hier ist sowieso nichts zu holen. Das war Linie 3. Guck mal nochmal Linienverwaltung. Ja, Linie 2, ja. Linie 3 ist auch nicht was los. Linie 4 bringt es noch, wenn, aber das ist Zug. Linie 5 ist auch ein Tausender. Linie 1 ist am besten. Vom Geld her. Linie 7, das sind 17.000. Linie 3 ziehen wir gerade einen ab. Vielleicht rentiert sich da was? Ich weiß es nicht. Linie 2, wo ist Linie 2? Ach, die ist hier. Da ist sowieso keine Anbindung mehr. Das ist das Problem wahrscheinlich. Könnte man irgendwo dahin? Ich glaube nicht, ne? Es gibt keine Verbindung nach hier hinten hin, oder? Hier hinten rum? Nee, da ist auch Sabbat. Nee, da war, ist keine Möglichkeit, darüber zu kommen dann. Ja, ist ein bisschen schwierig, ne? Da müssen wir gucken, wie das wird. Weiß ich auch noch nicht. Aber es ist da der Zug. Wie ist jetzt? Der ist mit den 13 unterwegs. Und ja, müssen wir mal schauen. Hier stehen 100 Leute mittlerweile. Also da kannst du eine zweite Lok eigentlich fahren lassen, ne? Wir haben aber nur noch 50.000 jetzt hier. Das ist schwierig. Hier sind die 11 und die 34. Kommen wir den 13. an. Wieso stehen da jetzt 11? Eben, der ist noch nicht mehr auf dem Rückweg und da stehen jetzt schon 11. Und eben war es falsch. Ja, falsch kann man auch nicht sagen. Ne? Hier stehen zum Glück 27. Das heißt, er macht dann doch wieder sein Geld. Ich weiß auch nicht. Wo ist der andere Zug? Der kommt da jetzt an. Ja, der kommt da gleich an. Ja, sieht momentan aus, als ob wir irgendwo so die Kurve kriegen können. Wird aber knapp. Aber wir investieren ja noch. Wir haben ja zwei Kutschen dazu gekauft. Ich denke mal, wir müssen da noch mal schauen, was wir da machen. Aber wir können nicht irgendwo eine Station bauen, die ist zu teuer. Wir können nur das, was vorhanden ist, aufrüsten. Und das Problem ist, dass wir zum Beispiel hier Fahrzeug kaufen, brauchen wir nicht drüber reden, ne? So einer hier, was kostet der? 243.000 können wir uns nicht leisten. Waggon, vielleicht hätte man Güterverkehr machen müssen oder sowas. Weiß ich auch nicht. Der Borsig, was kostet der? Personenwagen, der kostet alleine das? Meine Güte, der kostet fast das Doppelte von dem. Mann, für zwei Personen mehr? Nee, rechnet sich ja gar nicht. Okay, ich würde mal sagen, wir schauen da, wie es weitergeht. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Kurz noch gucken hier. Der kommt jetzt hier an. Wie viel Geld macht der jetzt? Hier stehen 142. Jetzt stehen da nur noch 16, aber jetzt ist er angekommen, macht 90. Und den anderen da hinten, der müsste ja auch sofort ankommen. Den nehmen wir an, der fährt schon wieder zurück, okay. Ja, können wir mit leben mit 174. Mal gucken, was passiert. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao.